Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch ein weiteres Premium Game Boy Color Homebrew Spiel vorstellen. Und zwar Pine Creek von Incube 8 Games. Ich stelle euch vor, was alles in der Packung ist und wie es sich spielt. Viel Spaß! Pine Creek könnt ihr von Incube 8 Games bestellen, ist derzeit leider ausverkauft zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ich nehme das ja alles mal etwas weiter im Voraus auf und daher kann es natürlich sein, dass es jetzt wieder bestellbar ist. Den Link packe ich euch natürlich unten in das Beschreibungsfeld rein und ihr bekommt eine klassische, ja mittlerweile fast klassisch Incube 8 Games Hülle. Und zwar habt ihr hier nicht diesen typischen Gameboy Schriftzug, sondern Incube 8 Games. Das Cover ist sehr schön gestaltet. Wie ihr seht, habt ihr so eine kleine Foliierung hier. An den Seiten ist nichts Besonderes. Und auf der Rückseite werden euch natürlich die Abenteuer des Spieles verraten. Hier seht ihr schon, es ist für 18 plus eigentlich ja freigegeben und das Spiel hat es auch, wie man hier sieht, ist auch sehr in sich. Also es ist ein sehr, sehr schönes horrormäßiges Spiel auf jeden Fall. Und ja, also die Hülle an sich ist gut gestaltet. Ich mache das Ganze jetzt mal auf. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Komischerweise bei Genesis, als ich es vorgestellt habe, war da auch so eine Plastikschutzhülle dabei für die OVP. War es diesmal nicht, aber nun gut, als Gameboy-Sammler hat man die natürlich durchaus des Öfteren da. Wir haben ein paar schöne Aufkleber, die dazukommen, die natürlich thematisch passen. Denn ein kleines Handbuch, was natürlich auch sehr simpel gestaltet ist und im Prinzip so euch den groben Spielablauf beschreiben. Sehr schön gemacht, ist farbig gedruckt. Also ganz ehrlich, wirklich komplex ist das Spiel jetzt nicht aufgebaut. Deswegen braucht ihr hier auch keine großartigen ja, Instruktionen. Aber ich finde es cool, immer diese Notes-Seiten, die gab es ja damals auch, finde ich immer sehr bisschen nostalgisch. Das Inlay ist wie immer hier schwarz mit so einer eingeprägten 8 und natürlich das Modul ist eine schwarze Cartridge. Auch hier haben wir wieder Gamepack stehen, damit man das auch ja nicht mit den Originalen vergleicht. Aber ist natürlich von der Aufmachung her alles exakt gleich mit einer schönen Hülle. Aber jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage: Wie spielt sich jetzt das Ganze? Kommen wir also zum Gameplay und da muss ich wirklich sagen, das Spiel hat mich sehr, sehr schnell reingezogen. Also das Spiel ist im Prinzip ein kleines Adventure-Spiel, wie es ja so einige auf den Systemen gibt. Aber ihr werdet sehen, da gibt es so einige wirklich schöne Grafiken und auch Stile. Wie ihr seht, ich benutze hier als Aufnahme eine Probocopy. Der hat mir Incube 8 zum Glück zur Verfügung gestellt, damit ich das hier auf dem Emulator spielen kann. Das ist für mich für die Aufnahme immer etwas bequemer. Wie ihr seht, könnt ihr natürlich auch entsprechend speichern. Und wie ihr schon seht, die Grafik ist einfach wunderbar, gefällt mir wirklich gut. Ich habe das Spiel leider noch nicht komplett durch. Ich habe aber gelesen, dass es ungefähr eine Spielzeit von 3 bis 4 Stunden hat. Und das Spiel punktet meiner Ansicht nach vor allem durch seine wunderbare, fantastische Atmosphäre. Ich weiß nicht warum, aber es hat so gleich geschafft, bei mir so ein paar Region im Gehirn anzusprechen, dass ich mich da gleich irgendwie super reingefunden habe und ja, gleich wohlig. Das ist wirklich so wie so eine Art so ein Sommerfilm aus Amerika irgendwie, so ein Leichter, den man irgendwie auf dem Disney-Kanal gesehen hat. Natürlich ein bisschen gruseliger. Und wie ihr seht, haben wir schon das erste Feature. Ihr könnt euch immer so ein paar Sachen in den Gesprächen ja, aussuchen. Die Sache ist, das Spiel ist jetzt komplett auf Englisch. Ich werde hier ab und zu mal so ein bisschen frei übersetzen. Ich werde auch jetzt nur ganz, ganz grob in den Anfang reinspielen, weil ich bei euch jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen muss. Ihr solltet aber hier und da nicht nur oberflächliche Kenntnisse haben. Also sagen wir es mal so, ein bisschen Textverständnis muss da sein. Also es gibt schon mal Rätsel, wo ihr so ein bisschen
recherchieren müsst in der Welt und das dann quasi angeben müsst. Das heißt, wenn ihr absolut kein Englisch versteht, könnt ihr euch da leider nicht irgendwie durchstümpern. Also da solltet ihr schon, ja, also ihr braucht jetzt keine erweiterten Kenntnisse, aber so einigermaßen viel solltet ihr schon sein. So, und zwar werden hier natürlich denn hier auch gerade die beiden besten Freunde von unseren Hauptprotagonisten vorgestellt. Sie ist eine sehr wissbegierige Leserin und liebt die Musik und interessiert sich in das Okkulte. Und sie scheint einfach sehr belesen zu sein und alles zu wissen. Und ihr werdet nie langweilig sein und sie wird wahrscheinlich auch nie, dass ihr langweilig ist. Ne? Und schauen wir uns denn mal, das ist Karen und Cassidy ist seltsam. Er ist einfach ein guter Freund irgendwie, aber irgendwie ist er seltsam und es ist immer ein Abenteuer mit ihm. Genau, also er ist der Freund, der uns sagt, hey, pack mal, wenn man die Münzen hier auf die Schienen packt, so ein Zug drüber fährt, dann sind die ganz cool gebogen. Ich glaube, das haben wir als Kind alle gemacht, oder? Also zumindest ich hab's gemacht. Das war ganz faszinierend, wo dann immer die Gerüchte rumkamen, irgendwie, der Zug kann dadurch irgendwie entgleisen. Genau, und da ist Judith oder Judith und die ist eine sehr umgängliche Person. Ist ein guter Freund und ist immer sozusagen die Person, die immer alle ja, versucht hat, dass sie sich gut fühlen. Ne? Und wir sind sehr froh, dass wir sie als Freund haben. Okay, gut. Genau, das ist Gretchen. Das ist so ein bisschen die Oma, sage ich mal. Aber in dem Spiel werden natürlich alle Personen entsprechend vorgestellt. Ich kürze das hier alles ganz etwas ab, weil ich euch jetzt nicht zu lange zulabern will. Ich will euch so ein bisschen das erste Rätsel irgendwie zeigen. Und natürlich die Grundprämisse. Ne? Wir haben hier den ersten Tag, also das Spiel ist so in Tagen unterteilt. Und wir wachen hier auf. Und irgendwie ist das gleich so sympathisch irgendwie aufgebaut. Und ich möchte euch was Wunderbares zeigen. Es hat nämlich auch so kleine, ich nenne es mal Minispiele drin. Und Heroes of Perestroika. Wunderbare Spiele. Und das können wir sogar spielen. Es gibt auch eine Arcade, wo ihr auch solche Spiele spielen könnt. Wo ihr hier Gorbatschow gegen die USSR und dann Pokémon-Style können wir hier mit Perestroika zum Beispiel angreifen und so weiter. Also für mich als Geschichtsnerd ist das echt amüsant. Und da kann man hier natürlich hier die verschiedenen Maßnahmen, die Gorbatschow damals ja, umgesetzt hat, um die Sowjetunion auch wirklich zu reformieren. Und jedes Mal ist es dann, okay, die ganzen konservativen Kommunisten, die wollen das nicht. Und ich spiele das hier mal kurz durch. Ne? Wie gesagt, ich kürze das für euch mal etwas ab. Und es ist halt so, bis wir sterben. Zumindest war es. Oh! Ich glaube, weil normalerweise war das mal so, weil als ich das hier mal angespielt hatte, da habe ich nämlich, habe ich verloren. Ah, okay. Wir haben die Sowjetunion zu Fall gebracht, weil ich will nicht spoilern, aber selbst wenn ihr verliert, dann habt ihr die alten Strukturen so sehr geschwächt, dass die Sowjetunion fällt. Ha, herrlich. So, dann sind wir hier. Ist natürlich unsere Schwester hier. Übliche, ne? Bruder-Schwestern-Geschichte hier. So. Und ich merke gerade, ich habe meine Panda-Mütze auf. Normalerweise habe ich ja bei ernsten Sachen keine Panda-Mütze auf. Aber ich habe gerade eine Quetzig-Folge aufgenommen und deswegen habe ich die noch auf und das merke ich jetzt erst. Deswegen bleibt sie auch auf dem Kopf, weil meine Haare darunter sind extrem wuschelig. Ne, also sprich natürlich von wegen, hey, du wolltest doch hier zu deiner Freundin Judith und na, deine Freundin und so weiter. Und so, na, dann, nein, das ist gar nicht meine Freundin. Ne, kennen wir ja alle. Jeder der Geschwister hat so kleine Klapperei. So, und hier im Café nebenan arbeiten unsere Eltern. Also unser Name ist Ezio übrigens. Bei meinem Abschweifen habe ich das vergessen zu erwähnen.
Und ja, also im Prinzip so die Konstellation, so die arbeiten immer im Café nebenan, viel, viel Arbeit, sind selten da und sowas. Genau, und da holen wir jetzt gerade unser Frühstück ab. So. Verhältnis ist halt so hier und da ein bisschen angespannt, sage ich mal. So, und dann gehen wir mal zu Judith, würde ich sagen. Okay, was auch immer sehr praktisch ist, ihr habt hier, wenn ihr Select drückt, habt ihr immer so ein kleines ja, Aufgabenrepertoire, wo dann halt steht, was ihr zu tun müsst. Das ist natürlich sehr schön, wenn ihr mal wissen wollt, wo ihr hinkommt. So, oh, das ist das Haus, aber irgendwie können wir da nicht rein. Seltsam. Okay, ja, was ist passiert? Sie dürfen nichts sagen. Seltsam, aber wir wollten doch Judith treffen. Was ist da passiert? Okay, sagen halt nichts. Okay, ist blöd. Ist ein Blödkopf, ne? Das übersetze ich jetzt mal nicht. Und wir wollen halt gucken, ob es in Ordnung ist. So, also müssen wir irgendwie von hinten, gibt es einen Hintereingang. Gut, geht natürlich hier lang, aber gut. Da ist ein wütender Hund und irgendwie müssen wir wütende Hunde ja entsprechend ablenken. Das zeige ich euch hier schon. Und zwar gibt es in der... nee, Moment. Das war der falsche Eingang. Das war der Foto. Zu der Arcade geht es hier oben lang. Hunde kann man natürlich verdammt gut mit Essen ablenken. Und das können wir hier denn kaufen. So, jetzt haben wir das gekauft. Also ihr habt jetzt hier auch kein großes Inventarmanagement oder irgendwie sowas. Das ist, ihr habt es dann einfach. So, dann können wir es halt den Hund entsprechend geben. So, das passiert auch automatisch. Also wir müssen jetzt nichts irgendwie groß kombinieren oder irgendwie sowas. Und dann können wir hier dann zum Hintereingang gehen. So, und dann gucken wir einfach mal hier oben. Und da ist die Szene aus dem Intro. Und was mag hier wohl passiert sein? Ne? Irgendwie Pentagramm auf dem Boden und eine Blutspur und am Fenster. Was ist hier los? Und Judith ist nicht da. Ne? Also ist kein Wunder, dass die Polizei halt da ist. Okay, wir müssen klar bleiben. Wir müssen das hier definitiv mal untersuchen. Was ist hier los? So. Und es ist hier irgendwie alles komisch. Und wie gesagt, hier haben wir die Szene aus einem Intro. Dieser komische, sehr mystisch anmutende Kreis mit dem abgeschnittenen Finger. Was ist da los? Ne? Und Judith ist nicht weg. Also wir schreiben das jetzt hier entsprechend ab, ne? Weil irgendwie müssen wir ja wissen, wie das aussieht. Weil wir wollen natürlich wissen, wo unsere Freundin jetzt abgeblieben ist. Und gut, jetzt haben wir ab. Polizei kommt. Und da müssen wir natürlich jetzt nicht mehr verschwinden. Deswegen können wir das natürlich jetzt hier nicht großartig untersuchen. So. Und ich würde sagen, ich habe es euch jetzt schon lange genug gezeigt. Und so entfaltet sich halt die Geschichte. Da müsst ihr natürlich dann viel mit Leuten unterhalten. Kleinere Kombinationsrätsel, wie zum Beispiel das mit dem Hund. Das ist jetzt kein anspruchsvolles Rätsel lösen. Und es ist wunderbar von der Stimmung, von der Aufmachung. Gefällt mir wirklich sehr gut. Könnt ihr bei Incube 8 Games, wie gesagt, bestellen. Jetzt zum selben Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, ist es leider ausverkauft, aber ich packe es euch natürlich in den Link da unten rein. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, bis das Video jetzt hier erschienen ist, aber braucht euch nicht interessieren. schön, dass ihr reingeschaltet habt wieder und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss!